Leute, herzlich willkommen zu einer neuen schwitzigen Folge vom Fahrradsimulator, der Frontflip. Und für die besondere Schwitzigkeit, der Frontflip No-Hander. Backflip No-Hander? Au. Alles wie immer. Was allerdings nicht wie immer ist, ist die Map, die wir heute spielen. Und zwar hat Kron, das Freedom-Dorf hat er nachgebaut. Hi, ich bin Kron, der Ersteller der Map. Diese Map wurde von Palutens Projekt Minecraft Freedom. Okay, so schnell konnte ich das nicht lesen. Leute, bam. Creator of this map, Kron. Please subscribe. Alter. Einfach. Das ist einfach das Dorf. Sightseeing. Warte. Parcours. Ach, cool. Wenn ich hier hinfahre... Wir machen mal ganz kurz ein bisschen... Alter, das... Okay, das Gras sieht ein bisschen komisch aus. Aber, ey, das ist so krass. Das ist das Dorf, was ich zusammen mit German Let's Play, Zombie und Maudado... Der Ambossinator, das Krankenhaus. Absolut geil. So, warte mal, dann gehe ich mal jetzt hier. Ich starte den Parcours. Au. Ach so, da, oh, ach, da unten geht's los. Ja, warte. Und hopp. Oh, ach so. Au. Ja, easy. Oh ja. Leute, wenn euch das Video au, gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Oh. Und runter. In der Ego-Perspektive. Ja, 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 ja. Komm, kämpfen. Kämpfen. Jawohl. Let's go. Da ist mein Haus da rechts. Ey, das ist so geil. Ey, Kron, Dankeschön. Also wirklich, fettes Dankeschön, dass du hier deine Freizeit opferst, damit ich sowas spielen kann, damit meine Zuschauer hier hoffentlich ein tolles Video haben. Ey, ist so geil. Da, oh, okay, hier auf der linken Seite ist scheinbar das Ziel. Da ist das Boot von Kapitän Schmierhose, der übrigens auch eine große Rolle im neuen Buch spielen wird. Also mehr oder weniger groß. Und ja, dieses Buch hier, Hashtag Werbung, das ist echt. Wenn alles klappt, kommt das Buch am 9. November raus. Und es wird auch einen Spezialgast geben im Buch. Eine Person ist falsch gesagt, ein Tier, was einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen hat. Mehr möchte ich eigentlich jetzt noch nicht verraten. Wenn ihr das Cover seht, es ist schwierig, da auf Tempo zu kommen. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wen ich meine. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Anlauf, kann das sein? Warte mal, ich sehe nichts. Ah, jetzt. Falsche Richtung. Wie muss ich da fahren? Muss ich meinen Kopf... Boah, ich muss übertrieben krass springen. Kann das sein? Oh! Ja. Aua. Krass, dass er teilweise da sich schon auf die Schnauze legt. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das letzte Buch gefallen hat. Oder generell, vielleicht habt ihr ja in Anführungszeichen nur ein Buch. Schreibt mir einfach mal euer Feedback gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wer alles ein Buch hat und wie ihr es findet. Muss ich viel... Aber nee, ich muss diesen Sprung direkt schaffen. Oh, das war... Jawohl, was für ein Megasprung. Alter, was, wie gut wir da abgesprungen sind. Das war geil. Oh, diese Sprünge, die sind nicht so einfach. Hopp. Oh, ja. Das war geil. Einfach so gut gebaut. Ich glaube, der ein oder andere kann das auch gar nicht so nachvollziehen. So blöd das klingt, dass das Dorfte war so lange praktisch meine tägliche Heimat. Weil ich habe da so viel Zeit drin verbracht. Die ganzen Sachen vorzubereiten, sich neue Geschichten auszudenken. Und ja, das war einfach eine unfassbar wilde Zeit. Und ich bin froh, dass ich diese Freedom-Geschichte immer noch in Form von Büchern weitererzählen kann. Stimmt, in letzter Zeit sind auch irgendwelche Gerüchte aufgetaucht und ich verstehe nicht, woher diese Gerüchte kommen. Ich lese die auch eigentlich meistens nur auf TikTok. Vielleicht ist es wegen irgendeinem TikTok, was... Ey, ich komme da nicht hoch! ...erstellt wurde, wo Leute... Nein, Leute! Paletto hört nicht auf. Auf gar keinen Fall. Na komm, bitte...
Hopp! Oh, geiler Sprung. Keine Ahnung, wo das jetzt plötzlich herkam. Zack. K. Muss ich hier durch? Ah ja. Oh, aua. Ah, wahrscheinlich Kr. Und dann ist das nächste, warte mal. Kr. Ah ja, 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 es ist Kron. Das hast du auf jeden Fall... Aua. Verdient, hä? Dich hier zu verewigen. Kr. Aber es ist doch Kron. Hä, was war denn da an dem... Sag mal! Hä? Ah, wahrscheinlich muss ich durch die Mitte. Wetten, wetten. Ja! Ja, sonst, Smiley? Sehr nice, okay. Ich war kurzzeitig ein bisschen verwirrt. Aber das ist ja nichts Neues, Leute. Apropos verwirrt sein. Ich habe im Podcast wahrscheinlich schon drüber geredet. Hört euch gerne die neueste Folge vom Kottbruder-Podcast an. Das ist ein Podcast! Zusammen von mir und German Let's Play. Hä, was ist da vorne? Wer steht da? Wer steht da an der Ecke? Gibt's jede Woche am Sonntag um... Mautado! Hi! Na du? Kleine süße Maus. So! Was wollte ich... Achso, ja, jeden Morgen, also jeden Sonntag 9 Uhr gibt es da eine neue Folge. Da labern Mängel und ich einfach ein bisschen über unser Leben. Da muss ich, glaube ich, runter. Und ich habe halt darüber gequatscht. Mich hat eine Oma Idiot genannt und ihr Mann hat mich auch geflamed. Und sie hatten vielleicht auch, also nee, sie hatten nicht recht. Mit dem, also, es war auf jeden Fall, ich hatte Beef mit den beiden, weil ich Fahrrad gefahren bin. Wo ich vielleicht nicht hätte Fahrrad fahren dürfen. Daraufhin haben die mich aber Idiot genannt. Das finde ich nicht so nett. Ah! Au. Weil die kennen mich doch gar nicht. Wenn sie mich kennen würden, dann stimmt das vielleicht. Aber auf jeden Fall, ja, über solche Sachen und über das Haus, wie weit es, wie weit da alles ist, darüber rede ich halt einfach immer gerne im Podcast. Okay, ich muss mich kurz mal konzentrieren. Mit Manuel. Also, wenn ihr Bock drauf habt, der ist auch... Ja, 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 ja. Au! Komplett kostenlos. Vielleicht haben wir ja mittlerweile einen Sponsor. Oh ja, oh ja, oh. Ja, 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 endlich! Alter, jetzt sind wir unterm Dorfte. Das war aber... Hopp! Oh ja, schöne Sprünge. So habe ich es zwar darunter nicht in Erinnerung, aber ey... Oh, okay. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ey, Kron, fettes Dankeschön. Das bockt halt. Es ist eine richtig schön, also auch einfach visuell richtig schöne Map, die Spaß macht. Es sind, aua, faire Herausforderungen, dass man manchmal so ein bisschen viele Versuche braucht, das finde ich ja eher cool. Aber es ist nichts Unfaires dabei. Ich hatte ja letztens eine Map, die war ganz cool. Oh, was ist das? Achtung, wenn das Katapult nicht funktioniert, setze die Grafikeinstellungen herunter. Ja, okay. So. Wann geht das denn los? Oh, Alter! What? Absolut geile Map. Absolut geile Map. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist einfach eine unfassbar geile Map. Ey, gerne weitere... Ey. Ob nochmal im Dorfte oder... Das habe ich noch nie gesehen. In keiner einzigen Map, die jemals beim Fahrradsimulator erstellt wurde, habe ich gesehen, dass jemand so ein Sprungding gebaut hat, wo dann einer so... Klar, es gab mal einen Aufzug oder... Es war absolut geil. Ohne Witz. Jop. Okay. Ja, ich bin falsch. Oh nein, war das gerade... Nee, es war kein Speicherpunkt. Weil ich muss hier... Ja, da muss man drauf springen. Ich glaube... Oh, aua. Hui! Ich mal kurz gucken. Ja, und bremsen! Ja, das aber jetzt. Da war der. Ja, Speicherpunkt ist da. Chillig. Bin ich gut. Oh ja. Let's go. Mini-Palu, wie findest du die Map? 1A Oberhammer, mega klasse. Ja, dachte ich mir, dass dir das gefällt. Oh, es geht wieder runter. Alle. Hopp. Ah, also warte mal. Ich muss jetzt hier ein bisschen. Jetzt der Sprung. Sehr nice. Ja, komm auch hier wieder hoch. Hier nicht zu schnell. Ah, das ist ein kleines Gap. Da kann ich nicht vielleicht sogar... Hopp! Ja, beide überspringen. Kurz hier hoch. Oh. Hä?
Ah, da ist eine. Okay, okay. Ja, das wird jetzt. Das wird schwierig. Ja. Perfekt gelöst. Falls ihr es nicht gesehen. Ups. Habt. Da war so ein Ball. Ich muss auch sagen, die Länge der Map gefällt mir. Weil manchmal, wenn die Map nur so eine Minute oder so geht, ist cool. Respekt an jeden, der was bauen kann. Aber das macht schon Spaß, weil, weißt du, ist doch cooler, wenn es nicht so kurz ist. Oh Gott, das wird ja... Oh nein. Das wird dann nochmal dünner. Yo. Oh nein. Ha. Ho. Ha. Oh Gott sei Dank. Easy. Jetzt hier... Ja, okay. Ich hoffe einfach mal... Ach, hier ist wieder so ein Abschussding. Let's go! Und wie perfekt es einfach auch funktioniert. Also du musst halt wahrscheinlich gefühlt 20.000 Mal dich wegschießen lassen, ehe das alles so klappt. Und da unten ist das Ziel. Zack. Und Sprung! Sprung? Ja, wartet. Und Sprung! Aua. Irgendwie klappt das nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Warte mal, vielleicht muss ich hier ja auch einfach nur landen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich guck mal kurz. Ja, ja, ja. Oh. Jawohl. Geiles Ding. Kron, Respekt und fettes Dankeschön. Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Fahrradsimulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr jetzt Langeweile habt, gönnt euch die neueste Folge vom Kottbruder Podcast. Gibt's auf kottbruder.de oder auf Spotify, Amazon, überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zusehen. Hier ist jetzt auch der Team Paluten-Kanal. Weitere Videos. Oder schaut mal gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Leute, Dankeschön. Haut rein. Ciao, ciao.